So, meine Lieben, willkommen zur zweiten Folge Blackbook Flashbacks. Heute habe ich ein ganz besonderes Schätzchen dabei. Ab geht die wilde Fahrt. So, dann schauen wir mal. Charakter. Passende Ansage. Ja, und die Stempel hier, das sind Stempel mit Charaktern, die ich erstellt habe. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Der ist ein bisschen, da fängt es nämlich schon an. Eigene Charakterstempel. Ich glaube, ich habe die auch noch irgendwo. Klar, sowas schmeißt man natürlich nicht weg. So, dann lass mal gucken. Ja, da habe ich Tech geübt. Genau, das sind so praktisch die Vorstufen. Der sah ja eigentlich ganz stabil aus. So, genau, das tun wir mal raus. Da kommen wir gleich noch zu. Das hat mir ein Kollege, genau, der erste Banger, Kollege Skor aus Sarajevo, mit seinen 3D-Styles, und ich glaube, hier ist sogar ein Alphabet, genau, das hat er mir damals vermacht, mit der Erlaubnis, halt mit seinen Buchstaben ein bisschen rumzuprobieren, genau, hier, ABC, also immer noch eins der geilsten Graffiti-Alphabete, die ich je gesehen habe. Der Junge war damals, ich glaube, 17, 18, der Jute Skor. Viele, viele Grüße auch an seinen Kollegen Adnan. Zum Adnan habe ich heute noch Kontakt, wenn auch sporadisch. Ja, den Style hat er mir mitgegeben. Also das waren schon die coolsten Beigaben hier. Ja, dann geht's, ich tue die mal eben auf Seite. Ja, ein buntes Frühwerk. Gucken, ob da, nee, da steht auch, habe ich meiner Mutter gewidmet. So. There's no biz like showbiz. Dazu muss man sagen, wir haben so einen Bäcker in Aachen und der heißt Nobis. Wir haben Nobis, wir haben Kickerts, wir haben Druven. Was hier wird noch? Leo, aber Nobis ist so mit einer der bekanntesten. Daher das Wortspiel. Ja, das muss wirklich Mitte der 90er gewesen sein. Ich weiß auf jeden Fall, den habe ich damals auch gemalt. So, da kommen wir zur zweiten Gastskizze. Den hat mir die Annette Schulze-Krämer, ihres Zeichens Illustratorin und Comiczeichnerin, hat mir den so zu Weihnachten hier mit dem Groß Neues. Genau. So, den habe ich auch gemalt. Mein Oktopus. Ja, 97. Da seht ihr die erste Jahreszahl. Also das werde ich, ich denke mal Frühjahr 97 habe ich dieses Blackbook angelegt. Beileibe nicht mein erstes. Ja doch, vielleicht mein erstes zusammenhängendes in Buchform. Ja, Props an Epos. Ich glaube, ich habe von niemandem so viele Style-Skizzen noch hier und Blackbook-Beiträge wie von meinem Lieblingskollegen auf All Times Epos. So, hier wird's jungleig. It's a jungle out there. Ja, die böse Außenwelt. Ackerbau und Viehzucht. Guck mal, der Tag noch. Also, warum ich so. Ich habe manchmal so Anwandlungen. Was steht hier? Fuck Bönninghaus. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Aber bestimmt irgendein Politiker, der Kacke gemacht hat. Oder ein Polizei. Ja, genau. Ich glaube, der Polizeipräsident von Aachen war das damals. Ja, der hat sich nicht sehr beliebt gemacht mit seiner Graffiti-Politik. So, ja. Was in der Skizze hier wieder untermalt wird. Ja, dann hier von Lady Nicer ein Gastbeitrag mit Character. Die hatte beides drauf. Viele liebe Grüße. Ich glaube, die ist heute Modedesignerin oder so. So, das ist vom lieben Hascher, denke ich mal. Mad. Kommen wir mal weiter. Ja, hier mein London Sketch mit Character ist nach einem London Besuch entstanden. Auch glaube ich damals umgesetzt auf Wand. Ja, das ist Thema Amsterdam. Ich glaube, das habe ich da auch geballert damals. Allerdings, ja, sehr ungelenk im Style und ich glaube, den habe ich noch mehr verhauen als auf der Skizze.
So, hier ist, glaube ich, Leerlauf, weil ich auf dieser Seite, da müssen wir das ganze Buch mal drehen, habe ich mich mal in 3D-Geschichten versucht. Endlich fertig. Also habe ich wahrscheinlich an den Bläschen ein bisschen länger gesessen. Hier sind die Vorstufen. Damals schon am PC so ein bisschen rumprobiert. Und die Ausdrucke mir hier zum Beispiel genommen. So, das ist, glaube ich, von Gerald. Dann hier wieder Stempel. Magic Typhoon oder Manic Typhoon. Ich kann es gerade nicht lesen, schreibt es in die Kommentare. Und weiter geht's. Trip to the Ocean, 13.09.97. Auch von Gerald. Da waren wir wahrscheinlich an der Küste. Für ein, zwei Tage. So, dann hier der kleine Charakter. Ich glaube, der ist sogar von DJ Koma. Vom Yoki Label. So, dann haben wir hier. Ich habe zu der Zeit auch mal gerne versucht, Charakter zu Styles zu machen und umgekehrt. Ja, das ist dabei rausgekommen. Hier wieder ein paar Versuche. So, und das hat, glaube ich, einen tragischen Hintergrund. Das war, glaube ich, das letzte Piece, was ich noch zu Lebzeiten meiner Mutter gemalt habe. Die war ja immer sehr zwiegespalten zu meinem Graffiti-Hobby. Und nichtsdestotrotz habe ich das ein oder andere Bild ihr zu Ehren auch gemalt. Ja, auch manchmal mit teils provokativen Themenvorschlägen. Aber das ist so in die Zeit gefallen, wo meine geliebte Mutter damals leider verschieden ist. Ja, war also eine sehr schwierige Zeit für mich. So, jetzt muss ich mal eben gucken, wie wir das hier machen, dass ich das hier schön ablegen kann. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. So. So, das war die Folgeskizze. Ja, da hat das auch so ein bisschen so einen Knick genommen. Ich war gerade gut dabei und dann habe ich den Verlust der Mutter verkraften müssen. Und ich weiß, dass ich danach erstmal ziemlich lange, paralysiert war sozusagen. Und gar keine Lust mehr auf Zeichnen, also richtig in ein Loch gefallen. So. Ja, und Fokus war halt bei mir auch Details und Charakter. Da habe ich mich, glaube ich, aufgeregt, dass sie ein neues Cap auf die Dose gemacht haben. Und ja. So, hier haben wir den Glitzer-Effekt. Ich habe sehr viel Wert auf Farben und sag ich mal, Details gelegt damals. So, ich versuche mal, hier was runter zu klemmen. Moment. So, wo war ich stehen geblieben? Ich habe jetzt einfach den Pfannenwender drunter geklemmt. So, lass mal eben den Glitzereffekt einfangen. Ja. Disco Inferno. Down with the Boogie. Ja, dann haben wir hier Thema Batman. Viele, viele Grüße drauf. Also die Crews gegrüßt, glaube ich, denke ich mal. So. Ja, und viel, viel mit Copic-Markern auch gearbeitet. Aber da siehst du auch, dann hast du hier die Rückseite. So, hier lustige Thematik. Ich lese mal vor. Hure Sieg, der ist food for dummies. Genau. Mit einer Message. Alles klar, ich bin ja normal nicht so der ACAB-Typ, ich weiß ja nicht. Aber ich hatte damals auch sehr viel Stress, obwohl ich eigentlich jetzt auch noch nicht mal so ein riesen gesuchter Fisch. Also damals war einfach für Polizei und Staat und Stadtrat alles bäh, was auch nur im Entferntesten mit Graffiti zu tun hatte. Und die haben allen Ärger gemacht, also allen, die auch irgendwie eine Dose halten konnten. Die wollten das einfach nicht haben. Ja gut, mit dem Ergebnis müssen die heute noch leben, ne? Weil ein Großteil der Kultur, das ist sehr schön. Also das ist eine der schönsten Skizzen in dem Buch. Also hat Gerald damals eben auch zum Tode meiner Mutter gemacht. Das Angel bezieht sich halt auf das Metalhead-Stück von Goldie. Das habe ich damals echt, da habe ich viele, viele Tränchen geflennt. Also Tod meiner Mutter und das Metalheads-Album, also Timeless von Goldie. Sehr stark gepumpt, also sehr oft.
und mich in der Trauer ergeben. So, Lazy and the Beat Goes On, also praktisch ein Mutmacherbild. Aber da siehst du mal, also styletechnisch war ich da ziemlich am Arsch. So, von wem ist das? Ich glaube vom Lenzer, vom Guten. Ja, die Leute wollten mich trösten. Ein altes vom Noah. Geil. Und wer meinen Channel aufmerksam verfolgt, die Aktion an der Philipsbrücke letzte Woche, hat Noah neben mir gemalt. Also ist schon der Hammer. Cool, jetzt so ein alte Skizze von ihm zu finden. So, das ist vom Kollegen José. Da ist noch eins vom José. Catch the Swing. Yo, José hat mir sehr viel über Swing und locker machen und so beigebracht. So, hier haben wir was von Quiz. Quiz One. Das hat auch total zu meiner Stimmung gepasst. Also, die anderen Sprüher-Kollegen haben mir damals echt Mut gemacht. Ja, die Skizze hatte ich angefangen. Da hatte Mutter noch gelebt. Das geht praktisch jetzt nicht so chronologisch. Beziehungsweise, ich habe diese Skizze angefangen. Mutmacher, Ritter, ne? Der Ritter gegen Cancer. Und ich habe die Skizze nicht bis zu ihrem Tod fertigstellen können. Das tut mir heute noch leid. Aber es war eben auch damals meiner Mama gewidmet. Ja, hier ist was angefangen und nicht weitergeführt. Hier ist eben auch Ala, meine Crew, im Schriftzug drin. So, hier ist ein Banger von Kollege Paw. Ja, dann hier zurück zum altbewährten Thema. Just try to keep them busy. Peace out to Ala da Cruz. 99. Ja, hier ist noch ein Charakter vom Gerald mit Schriftversuchen. Ja, Knaller von Epos. After all this, still in the dance. Inner dance. Still inner dance. Stop fucking round and be a man. Das ist, glaube ich, ein Zitat aus Wildstyle. Der große Bruder, wie der da den Lee zurechtweisen tut, ne? So, Knaller vom Quiz. Also wir haben damals sehr viel Wert auf Details und bunt gelegt. Das ist, glaube ich, von Hush. Da hat er ein Lazy gemalt. Also Lazy by Hush. Ja, und das ist wieder aus der Hand meiner Wenigkeit entstanden. Aber da siehst du mal, der Tag, der war ganz anders damals, ne? Und ja, das könnte... Nee, du, da weiß ich jetzt überhaupt nicht, von wem das ist. Falls sich jetzt jemand, Zes lese ich da, Zes, falls sich da jetzt jemand wiedererkennt und sagt, ey, die ist von mir, bitte in die Kommentare. Hier haben wir noch einen Nachfolgecharakter aus AC. So, dann gehen wir mal weiter. Ach, hier sind noch Knaller vom José. One-Liner. Deshalb, zwei übereinander. So. Charakter von Gerald. Und genau, ich glaube, hier folgt der zweite. Und dicht dabei Banger vom Quiz. Mit unverkennbarem Stil. Guck mal, hat er mich gemalt, wie ich am Zocken bin. Ich war auch damals schon sehr, sehr, sehr PC-Game-affin. Das ist vom Dia, glaube ich. Vom Dia. Das weiß ich jetzt nicht, von wem das ist. Was da steht, kann ich auch nicht lesen. Ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt beide vom Dia sind. So, dann haben wir noch einen Knaller vom Epos, vom Matti, Small X Sound System, Ala, Sme hat er geschrieben, oder? Ja, ich glaube wohl. So, das hat ziemlich lange am Frankenberger Bunker gestanden. Das war auch so kurz, bevor da illegal wurde. Und
Das war die Skizze dazu. Dann hier vom Gerald. Ja, ich gar nicht mehr mit ihm Kontakt heute, aber ich glaube in meinem Blackbook sehr präsent. Hier ein Violence. Dann wieder ein Epos. Dann A Lazy. So, noch ein Lazy. Also ich habe sehr, sehr viel rumexperimentiert und probiert. Das ist unfertig geblieben, das gefiel mir wahrscheinlich nicht. Noch, oh, jetzt kommen die Unfertigen. Also war das wahrscheinlich meine Phase. So, jetzt haben wir eine Seite, Moment. So, ich hab sie, da sind wir wieder. For Lazy, the Jedi Master. Vom YZ, vom lieben YZ. Viele Grüße an den Bro. BSM, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist er jetzt bei uns, bei Ala. Teammate, bester Crew-Kollege und Vorbild. So, das ist auch ein Schätzchen. Das ist meine Skizze fürs Welthaus damals gewesen. Darüber habe ich ja auch ein kleines Special gebracht damals. Ich versuche es euch zu verlinken. Das steht also immer noch. Ich glaube, das einzige Piece aus den 90ern, was heute noch steht, was nicht übermalt, nicht verwittert, nicht abgerissen wurde, es steht noch. So, hier wieder etwas Unvollendetes. Also in dem Buch sind auch sehr viele angefangene Sachen. Das würde ich heute bei mir selber gar nicht mehr durchgehen lassen. So, was haben wir hier für einen Kracher? Not? Wahrscheinlich ein Not. Kann super gut sein, dass das von DJ Kent ist. Rest in Peace, mein Freund. Ich will nicht lügen, aber der hat Not geschrieben, ne? Und das kann echt sein. Müsste ich eigentlich auch nochmal eine Sondersendung machen. Ich habe ja sein Blackbook, habe ich damals geerbt. So, Wirbelsturm, das war für einen Jugendtreff, der sich um, ja, sag ich mal, gestrauchelte Jugendliche gekümmert hat. Das Endergebnis ist im Endeffekt ganz anders geworden, auch viel schönere Farben. Aber das war, glaube ich, eine der ersten Skizzen. So, das ist, glaube ich, von Kollege Dia wieder, erkenne ich am Stiel. So, das war der zweite Wirbelsturmentwurf. Ach, den Laden habe ich geliebt. Das war ein super Projekt. Da waren auch Polizei involviert. Also da bin ich auch von meinem ACAB-Trip runtergekommen, weil da war ein Beamter, der ist Gold wert. Also Udo Findekind, jeder Öscher, sag ich mal, der in den 90ern, Anfang Millennium, der kennt den Udo noch. Das war ein guter. Schon lange im Ruhestand. Ich hoffe, er lebt noch. Leider kein Kontakt mehr. Das ist, glaube ich, ein Vic. Vom Dirty W'er. Ich grüße dich, mein Freund. So, was das hier werden sollte, weiß ich nicht. Erinnert mich aber irgendwie spontan an Sonic the Hedgehog. So, und hier habe ich, glaube ich, auch was Szenisches probiert. Ich glaube auch fürs Welthaus. Café Mundo. Genau, guck mal. Also da waren also auch noch frühe Aufträge, sind hier mit skizziert. So, for my friend in Europe, Sarajevo, KCS, Chaos City Squad. Jetzt möchte ich mal wissen, ob das vom Bohnen ist oder von Adnan, weil Adnan war auch bei KCS. Ich kann es jetzt gerade nicht lesen. Also Bohnen ist es, glaube ich, nicht. Einer von den Jungs aus Sarajevo, das war der Trip meines Lebens, Alter. Das war ein unvergesslich schöner Urlaub und ziemlich der Bürgerkrieg war noch nicht so lange vorbei. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen rausgehen. Score at its best, gehen wir erstmal hier rum. Mit Widmungen und das war ein ganz, ganz toller Urlaub, echt.
So, und dann gehen wir direkt hier rum zu den Charakteren. Also der Junge hatte beides drauf. Charakter und Style. Ganz weit vorne, auch heute noch. Gut. Dann gehen wir hier mal weiter. Ach, das ist von meinem Freund aus Antwerpen, vom Dre. Ach, wir haben viel gelacht hier. New York Hardcore Biker, das war ein Insider. In Sarajevo lief Fernseher. Und ja, da muss ich sagen, wir haben uns kaputt gelacht. Da war dann so ein New Yorker Fahrradkurier und der war dann den Rest des Urlaubs der Running Gag. So. Das hat, glaube ich, ein anderer Kollege gemalt. Can. Memories. Are hard. Crazy trip to Sarajevo. Too lazy. Ich kann es leider nicht lesen jetzt. Also vom Dre ist es nicht. Es muss ein anderer guter Kollege sein, der mit war. So, was haben wir hier? Hier ist ein Sketch von Bone. Genau. Grüße an der Jung. Shoutouts nach Sarajevo. Ich glaube, er lebt immer noch dort. Hat Familie. Ja, und hier wieder ein Banger vom lieben Epos. 10 years of fame and still true to the game. 10 years of fame and still true to the game. Okay, guter Zweizeiler. Ja, the Ala Crew goes into 2000. Und wenn man jetzt überlegt, 2022 and Ala still living and ja, shining. Epos, Lazy, wir zwei. Wir haben das Ding die ganzen Jahre am Laufen gehalten. Jetzt haben wir ja auch Verstärkung. Ne? Grüße an Utop und Wisey. Und natürlich Kollege Six. Aber ich glaube, das ist es dann auch schon mit uns. So, mit dem Buch vermutlich auch. Hier sind noch ein paar Leerseiten. Ach, und hier? Genau, da waren die ganzen Notizen noch drin. Ja, da sind wir damit durch. So Leute, das war's mit meinem, sag ich mal, ersten richtigen Blackbook, was ich je hatte. Davor war immer Blättersammlung und so, finde ich vielleicht auch nochmal was, ne? Aber ja, das, ich glaube, mein persönlichstes. Mit mein persönlichstes und eins der ältesten, die ich besitze. Alles klar, ihr Lieben, dann würde ich sagen, versuche ich mal die nächste Folge was schneller rauszubringen. Bleibt mir gewogen und treu und wir sehen uns, wa? Alles Klärchen, Popärchen. Bis denne. Tschüssi.